Oh, Bauleiter da reden, der ja unser Zauber gerade macht. Und ein paar Dinge umplanen. Und da wurde meine Mane auch ein bisschen gefragt. Deswegen hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wir haben noch abgesprochen, wann, an welchen Tagen ich den Hund habe und an welchen nicht. So. Denn. Tonpause. Ich habe mich nur entschuldigt, dass ich jetzt so lange weg war. Mehr nicht. War wegen Bauleiters, oder, ne? Uns wird gerade gebaut, im Zaun. Und, ja. Da musste ich halt ein bisschen noch mit zuhören. Damit ich auch weiß, was da abgeht. Nicht, dass ich mich hinterher wundere, warum das Tor 30 cm nach links verrückt ist und nicht nach rechts. So. Deswegen. Es war mir wichtig, dass ich da nochmal ein Auge für habe. Oh Gott. Das gab's so lange nicht mehr. Warte mal. Das muss ich jetzt erstmal raussuchen, Daddel. Das ist kein Pinsel, das ist ein Besen, Daddel. Das ist kein Pinsel. So, alles gut. Ich muss nur einmal kurz das Zeug raussuchen. So, warte mal. So. Das. Und wo ist das denn? Da. Tada! Die kleine Cleo. Da war so, oh Gott, ja. Ich glaube, 3 Monate alt. Deutlich kleiner als jetzt. Da trägst du sogar noch ihre erste Leine. Erst Geschirr. Lang, lang ist her. Der hatte so noch so einen richtigen Pinsel. Ja, gut getan. Tarnungsskill verkackt. Ja, stimmt. Ah, ich kann auch ransaugen. Haha. Gott, war die da klein. Der hatte so neue Babyfell. So, aber weg. Aber hin. Aber weg. Einmal hin. Ah, dann sind wir wieder. So. Dann wollte ich jetzt einmal. Hauptquest, ne? Wollten wir einmal kurz. Beenden von gestern, was wir da angefangen hatten. Weil mich ja die Ameisenlöwen. Nee, nicht die Ameisenlöwen, glaube ich, oder? Irgendwas hatte mich ja gestern getötet. Das war etwas sehr uncool. Nein. Ja, okay. Nehmen wir den Drachen. Das dauert hier ein bisschen. Wir können in dem Gebiet leider noch nicht fliegen und haben eine Reitgeschwindigkeit von 0 gefühlt. Ich habe das Gefühl, mit diesem Drachen kommen wir einfach nirgendwo an. Hast du es eilig, F? Naja. Eilig nicht, aber. Das hier ist schon arg langsam. Sehr. Danke.
Berg auf einem Track unterwegs, dagegen hast du was Fixes. Mag ich mir kaum vorstellen. Oh, ich freue mich, wenn ich mich wieder in die Lüfte erheben darf. Aber das dauert. Fühle mit dir. Echt? Aber kannst du nicht schon überall fliegen? Bei einem Tracklet Bewegung. Ach so. Ah, das. Okay. Darum geht's noch. Ich dachte echt, du kannst schon überall fliegen. Ich bin so stolz. Echt? Worauf? Das ist eklig, du kleine Ameisenböse. Du spielst den Dancer. Ja, aber noch nicht gut. Hybrid meint zwar, ich mach's besser als er, aber ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich stimmt. Sagen wir es mal so, solange ein Drache am Boden ist, besteht die Möglichkeit, mit dem zu reden. Fliegt er? Ist es eine Zielscheibe? Naja. Hallöchen. Wenn ich aussagen werde, das Kastellum gut im Blick, beide sind die Umgebung im Auge, während ich mir die Anlage mal durch das Fernrohr ansehe. Luna! Sehe Luna. Luna steht neben mir. Ach nee, das kann ich so gar nicht abbrechen. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genug Zeit hast. Ach komm. warte mal. Warte. Warte mal. Hui. Beide gleichzeitig. Die Dinger muss ich unbedingt da auch noch mit rein pfeffern. Ja, ich weiß nicht, ob das hier so viel Spaß machen wird. Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, das wird arg nach hinten losgehen. Sterben nicht nur langweilig. Langeweile hatte ich nur bei der 7. Ära. Das wird arg nach hinten los. Alles ruhig. Und ich sehe auch nicht mehr Truppen oder Waffensysteme als erwartet. Das war doch das Geräusch von einer Kanone. Mhm. Da, eine Rauchsäule. Das ist in Richtung Reigers Wacht. Ich empfange nichts auf der Kontaktperle. Die Verbindung ist unterbrochen. Natürlich ist sie das. Das wird doch kein Großangriff der Galear sein. Nein, nein. Wir müssen uns sofort Gewissheit verschaffen. Schnell nach Algas Wacht. Hoffen wir das Beste. Dafür bin ich den ganzen Weg da jetzt hingerannt. Und dann wieder zurückzugehen. Wir sterben innerlich. Oh. Huch. Haben rausgetappt. Du! Wie kannst du nur dein eigenes Volk verraten? Mein Volk? Ich bin eine Galear!
Mefrit! Dafür wirst du büßen. Das sagt sie aber ganz schön gelassen. Sieh mal einer an. Tritt zurück. Dieses Tier gehört mir. Hier? Gebt Acht, Eure Exzellenz. Sie kämpft wie besessen. Ist mir nur recht. Wenn ich mich ausreichend vergnügt habe, werde ich sie zerquetschen. Ja. Hier Galvus, was macht er denn an vorderster Front? Xenos, wenn ich ihn hier und jetzt töten könnte. Ich weiß nicht, aus welchem Film ist das? Gut, keine Ahnung. Der begreift gar nichts. Behände, aber wenig Kraft. Das geht nicht gut aus. Und wir kommen wieder zu spät. Wieso ist eigentlich immer Alfino dabei, wenn irgendwas passiert? Kriele! Da seid ihr ja! Ich bin so erleichtert! Nix da, Daddel! Als wir die Kanonenschüsse hörten, sind wir sofort zurückgeeilt. Was ist passiert? Die Galear haben uns angegriffen. Ja! Die flieht, lauft ich weg. Habe aber die Hoffnung. Unter und drüber. Konrad und Lisa haben mutig dass es nicht so ist, wie es da gerade passiert ist. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Und wenn du mir meine Hoffnung jetzt nimmst, wenn wir Ralgas Wacht dann spiele ich nicht weiter. Ist es aus mit dem Widerstand. Na gut, das habe ich bei Papa Lima auch gesagt. Ne? Schaffst du es mit den Verletzten bis zum Belsawall? Herzen werden überbewertet. Ja, überlass das nur mir. Eckwart. Schau einfach weiter. Unser Platz ist an der Seite unserer Freunde. Gegen die galäische Armee können wir zwar alleine nicht bestehen, aber wir werden so viele Leben aus Ralgas Wacht retten, wie wir nur können. Die Eoseische Allianz muss schon von dem Überfall erfahren haben. Und mein Vater wird nicht zögern, Hilfstruppen zu schicken. Wenn wir nur etwas Zeit gewinnen, gibt es Hoffnung. Ich komme mit. Die Verletzten sind fürs Erste versorgt. Ihr braucht doch eine Heilerin, oder? Nicht irgendeine. Wir brauchen dich, Kriele. Komm, unsere Freunde sind in Not. Das ist gerne weiter mit dem Schiff, das ist mit dem Hütten, weil das ist eine Feuer vorhin tot.
Viel Spaß dabei, Daddel. Das und höre, dass der Monitor ist, als wäre es nicht mein Primo-Monitor. Ja, der ist so There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew hard, her bow dipped down below me. Bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The weatherman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Ja. Luft weiter, Leute. Ruhm der Legion! Ruhm! Ruhm für alle! Ach nee, Ruhm. Entschuldigung. Fängt so gleich. Luna, das macht sich besser. Aber viel Spaß im Lurk. So in den totalen Lurk. Ich glaube, man muss sich das schützen hier schon. Schau zwischendurch mal an. Mach das da, du. Viel Spaß. Mal nur zurück. Hm?
zwischendurch hatte ich Schiss, wo ich sterben könnte. Gerade geht's wieder. Ein bisschen leiser, wie man hört. Der Fellschiff bekommt Klöppe. Ja, richtig so, ne? Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Alfino! Die Gefangenen! Bleib zurück, Pilos Prior. Ich übernehme jetzt. Oh nein. Nicht Fake Sauron. Jawohl, Eure Exzellenz. Nichts als Enttäuschungen bisher. Hoffentlich wirst du mich besser unterhalten. Wie kann man sie erst wieder munden? Da bin ich überfragt, Dattel. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja, also ich glaube, wir machen nämlich wirklich viel. Weg mit dem Ungeziefer! Schaden. Ich glaube, ich werde ganz schnell sehr tot sein. Enttäusch mich nicht! Ja, ich doch nicht. Nee, niemals. Macht ihm nicht wirklich viel Schaden. Wie lange wird das so? Namens Sailor Moon. Ja, das ist doch auch was. Ich mach ziemlich wirklich viel Schaden. Das Ding hat jetzt kaputt gemacht. Los, bring es zu Ende! Ja, würde ich ja gerne. Wow, 96%, geil. Ich habe das Gefühl, dass das hier wirklich... Okay.
Jetzt. Moin. Danke. Danke, mein Chef. Ich will ja keine Werbung machen, aber frisches Lieferdienst ist echt super. Oh Mann. Du bist so blöd. Oh Gott. Ich werde sterben. Ah, nee. Doch, ich werde sterben. Alter, wann ist die Kacke hier zu Ende? Ich bin bei 95%. 94, das muss doch irgendwo bei Lenden haben. Ja, endlich. Essen. Danke. Oh. Da ist ihm das Schwert abgebrochen. So macht das keinen Spaß. Sollen wir die Verfolgung aufnehmen? Nein. Wir haben schon genug Leute verloren. Bringt die Verletzten in Sicherheit. Zu Befehl. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Wir nicken einfach stumm. Ich knie nieder vor deinem Mut. Du hast dich tapfer geschlagen. Stola, du darfst nicht sterben. Keine Sorge, sie kommt schon wieder auf die Beine. Alfino, kümmere dich bitte um Konrad. Ja, sofort. Hilf mir doch bitte mal. Halte Jestola ganz fest. So, mehr kann ich hier nicht für Sie tun.
Sie sollte so schnell wie möglich in ein richtiges Lazarett. Ich habe Konrads Blutverlust gestoppt. Er ist bereit für den Transport. Lise, hilfst du uns bitte, die beiden von hier fortzubringen? Ja, natürlich. Kannst du bitte nachsehen, ob nicht noch mehr Verwundete unsere Hilfe brauchen? Ich weiß, wie erschöpft du bist, aber wir dürfen niemanden sich selbst überlassen. Also Frühschatz, ich weiß ja nicht, was du da oben machst, aber das klingt wie ganz gewaltige Blähungen. Was ist das für ein Geräusch? Leicht irritiert. Ach, jetzt sollen wir wieder nach Verletzten gucken. Gut, dann kann ich einmal kurz uns sehen, wie wir das machen für die Inis eintragen. Stufensteigerung würde ich mit dem Heiler gern machen. Ja, ich hab's gesehen, Luna. Ja. Bin mal froh, dann mach das. Gib alles für Schuss. Ich bin auch froh, dass es dir nicht ankommt. Nee, das wollt ihr nicht machen. Passieren. Ja, was machen wir denn als erstes? Ich könnte mich auch für mehrere anmelden, ne? Ja? Ah, ne, kann ich nicht. Aber hier kann ich mich dafür mehrere anmelden. Ja. Okay. Jetzt verstehe ich's. Wir machen das bei der normalen Welt. Okay, das ging schnell. In einem Alter. Da geht kaum was, was? Dann wird das wohl nicht mit den Kindern. Dann wird das wohl nichts mit Kindern. Das ist sogar mal eine, die ich kenne. Daddel, ich muss ihm nichts einreden. Er ist ja quasi selbst gesagt. Also. Hat das nichts mehr mit Einreden zu tun. Bei so einer Vorlage geht das ja nun mal nicht anders. Ich glaube, das ist etwas, was es nicht geben wird. Ich glaube, das Stream ist nicht so ganz die Sache von Fotos.
Ja, das schon eher. Mach das, Dagge. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du die nächste Ablenkung hast. Lotto? Arbeit? Sparen, Seele verkaufen. Von der Bank. Ja gut, das geht auch. Nicht der Parkbank. Aber warum nicht? Und was ist, wenn das Geld unter einer Parkbank vergraben liegt? Wie so ein Piratenschatz. Nur auch nicht von der Handhilfe. Da muss ich hin. Nicht die einzige, die hier noch drin ist. Ich werde da noch kurz, wie sie hier rausguckt. Oh Mann. So, das hätten wir schon mal. Komm, wir nehmen uns dafür auch mal an. Wird hoffentlich dauern. Ach, und da müssen wir hin, okay. Mefrit ist tot. Sein lebloser Hand umklammert nur einen kleinen Talisman, den du an dich nimmst. Ich habe mir schon fast gedacht, dass er tot ist. Das ist mir nun auch nochmal ins Homeoffice. Mach das Frisches. Wie lange bist du ungefähr noch wach? Bis ich einschlafe. Oh Mann! Blöd Mann. Jetzt kann ich ausnahmsweise mal die Zeit nutzen, um zu essen. Yep, er ist tot. Ich muss ja noch mit dem Mistletier-Hund raus. Ja. Schreib mir dann. Falls ich nicht nochmal vorher hochkomme.
Petersilie. Und wieder ein Auftrag abgenommen, genau, abgegeben. Den nächsten Jobauftrag annehmen. Juhu! Position 14 auf der Warteliste. Ja, das kann dauern. Bis dann, Jan. Schön mit Ö. Ich glaube, das ganze Ding lief hier ja so ein bisschen nach hinten los. Da ist auch noch was. Ich weiß ja auch, was ich machen wollte. Wo muss ich das denn abgeben? Ah, da hinten. Beim Legionskurier.